Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer DJ Dream und heiße euch hier herzlich willkommen auf dem Devblog von War Thunder. Ja, heute, 1. März, es ist wieder was rausgekommen. Ja, ich habe ja vor ein paar Minuten schon was hochgeladen, nachträglich. Ich hätte einfach nur bis 16 Uhr warten sollen, aber steht hier, ja, der ganze Zeitdruck und sonst was. Heute ist ein besonderer Tag für mich auch noch und ich muss jetzt zack, zack, zack machen. Also, ja, was ist rausgekommen? Ihr seht es schon, ein japanischer Jet. Ein High-Tier-Jet. Ein Rang 6-Jet. Nices Teil, sieht nice aus. Wir haben, wenn ich das richtig sehe, Raketen. Keine Ahnung, entweder sind das Zusatztanks oder es sind sehr schwere Bomben. Das lässt sich jetzt nicht einwandfrei hier sagen. Ja, sieht ganz nice aus. Aber Zweisitzer, schaut mal, Zweisitzer. Aber der kommt, der Witz kommt ja noch. Der Witz kommt ja noch. Da ist er. Mitsubishi T2K, der Überschallstorch. Und so wie ich das gelesen habe, ist er nicht nur der erste seiner Art hier in War Thunder, sondern das allererste Jetmodell bei den Japanern, was überhaupt damals entwickelt worden ist. Ja, das Ding stammt aus den 70er Jahren und war der allererste Jet, den sie dann hatten. Er sieht auch ganz nice aus, sehr schnell. Ja, hat was. Da, wo das Ding drüber fliegt, die Karte, ich glaube, das ist diese Alaska-Karte, daher, ja, werden wir dann noch einiges sehen. Also, das sieht schon geil aus, der Flieger. Also, der Jet sieht geil aus, oder? Macht doch was her. Ja, sieht wirklich nice aus. Geschichte habe ich nur ganz grob mal jetzt durchgelesen, weil, wie gesagt, meine Zeit. Aber nichtsdestotrotz lohnt sich das. Die Entwicklung, wieso, warum so spät? Ne, und so weiter. Also warum haben sie so spät so ein Teil rausgehauen? Aber ist schon ganz nices Teil hier. Ich muss echt sagen, mir gefällt er. Hat eine geile, wie sagt man, schnittige Linie, kann man echt sagen. Ich finde nice. Ich finde echt nice. Steht leider auch nicht so viel Text hier, aber jetzt. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt ein bisschen mehr gehofft, dass da ein bisschen mehr Text steht. Aber ist doch jetzt nicht so viel dabei. Ne? Also. Flink ist er auf jeden Fall. Fast 2000 km/h hat er drauf. Wie ihr seht hier, 1975 km/h. Also Mach 1,6. Das ist ordentlich. Das Ding ist ein Flitzer auch 3. Er ist, also unter den ganzen Supersonic Jets, die jetzt in War Thunder Einzug gefunden haben, ist er momentan aus, glaube ich, der allerschnellste. Wenn ich mich nicht irre. Kann auch sein, dass ich mich irre. Ich weiß nicht mehr, wie schnell der amerikanische war, aber nee, ich glaube, der war auf 1,4. Also ich würde sagen, er war, ist jetzt hier der schnellste, aber da kommt ja sowieso noch mehr. Daher, ja. Naja, bewaffnungstechnisch weiß ich noch nicht so genau Bescheid, aber wir sehen ja hier Rakete, eventuell Bomben. Hier sind auf jeden Fall schwere Bomben. Ich würde sogar sagen, das sind die schweren MK4 Bomben. Ach nee, bei den Japanern heißen die bestimmt anders da. Also, ja. Ganz nice Teil. Natürlich mit verschiedenen Tarnanstrichen. Hier mit schönen Aufmalungen noch drauf. Also, es sind viele Tarnanstriche, was das Ding hat. Finde ich nice. Vor allem, ist das eine 4? Ich glaube, das soll eine 4 darstellen. Sieht nice aus. Geiler Flieger. Geiler Jet. Geiles Teil. Und, aha, hier steht's. Sidewinder. Also 9 mm, 9 mm, 9B Sidewinder Luft-Luft-Rakete, ne? Das Ding ist einfach nur nice, die Rakete. Also sie sucht ja nach Wärmesignaturen, ne? Das bedeutet, vor euch fliegt ein Jet. So, der hat ja auch Schubdüsen wie ihr. So, ihr habt eine Zielerfassung. So, und dann schießt ihr einfach mal richtig schön los. Das Ding fliegt hinterher und ich sag mal so, wenn der keine Gegenmaßnahmen in seinem Flieger drin hat, wie Flares oder sonst was, ne? Täuscht, ja, dann, ja, ist er tot. Ist er tot, einfach tot. Ist er einfach tot. Ganz einfach. Also ich finde es ganz nice, was da jetzt so alles Stück für Stück reinkommt. Und mit dem dazugekommenen Radar ist das ja noch viel besser, wisst ihr? Das ist ja auch noch so eine geile Sache. Ja, dann freuen wir uns mal tierisch auf diesen extrem schnellen Jet, da bin ich echt mal gespannt. Der ist, what the fuck, ist der schnell. Holy shit, ey Leute, holy shit, das wird, wow.
Ja, da bin ich mal gespannt, ob das mit der Steuerung, dass man den noch steuern kann. Ich werde ihn erstmal Arcade fliegen, das steht mal fest. In realistisch, wir wissen, wie schnell so einen die Flügel abreißen. Ich weiß nicht. Bin ich mal gespannt. Ja, aber ansonsten, nices Teil. Nices Teil. Gibt aber auch wirklich nicht viel, oder? Hier steht nicht viel wegen den ganzen Waffensystemen. Die TK, die T2K stellt die bewaffnete Version der Trainermaschine dar und bietet eine gute Auswahl an Waffenoptionen aus denen Piloten wählen können. Ja, aber was Waffen steht hier nicht jetzt drin so richtig voll, oder? Ach doch, da. Neben der Primärbewaffnung besteht aus einer 20 mm Gatling Gun in der Nase. Was noch? Kann die T2K mit konventionellen Bomben, ungelenkten Raketen sowie zwei IM-9B Sidewinder Luft-Luft-Raketen ausgeschaltet werden. Dank dieser Vielzahl von Sekundärbewaffnung wird die T2K nicht nur in Luftschlachten top sein, sondern auch für japanische Piloten ein geeigneter Partner für die verbundenen Schlachten sein. Ja gut. Bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Also der sieht schon ganz nice aus. Der wird Potenzial haben. Gut. Dann machen wir hier ganz schnell Schluss, weil ich muss los, Leute. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Kommi da, lasst ein Like da oder lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Und ja, wir sehen uns, ne? Bis dann. Ciao.